Willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr von 0 auf 100.000 kommt. Freunde, wenn ihr wirklich gar nichts habt, wie gesagt, zeige ich euch, dass wir zu 100.000 Münzen kommen werdet. Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu hier seid, Freunde, lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Zudem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir bei Insta oder auf TikTok folgen würdet. Ist beides unten in der Kanalbeschreibung verlinkt. Freunde, schaut da sehr, sehr gerne vorbei und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ab geht's. So, Freunde, ihr braucht noch günstige Spiele, PSN-Karten oder sonstiges. Schaut gerne bei meinem Partner Eneba vorbei. Mit dem Code Alex96 bekommt ihr nochmal 3% und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. Freunde, das Erste, was ihr machen müsst, ihr geht natürlich einfach auf eure Transferliste. Die wird bei den meisten von euch wahrscheinlich leer sein, wenn ihr sehr, sehr wenig Münzen habt. Wichtig ist, dass ihr davon, was ich euch jetzt zeige, 100 Plätze voll macht. Ihr geht natürlich auf die Liste. Wie gesagt, meine Liste ist jetzt randvoll mit Special-Karten. Ihr seht das hier, meine Liste kostet wahrscheinlich 3-4 Millionen. Die müsst ihr jetzt aber nicht beachten. Ihr drückt dann einfach den linken Stick rein und dann geht ihr auf Verbrauchsobjekte. So macht ihr eure ersten Coins, indem ihr hier durchgeht. Was habt ihr hier? Ihr schaut Positionskarten. Es gibt sehr, sehr viele Positionskarten. Da werden wir später auch noch auf Footbin drauf eingehen. Welche meiner Meinung nach am sinnvollsten sind, drauf zu stellen. Und ihr seht zum Beispiel jetzt, die werden nämlich hier nicht angezeigt. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich bei Footbin. Darauf, die Positionskarten gehen wir später drauf ein, genauso wie auf Chemistry Styles. Das Wichtigste hier ist erstmal die Verträge. Die würde ich euch empfehlen, zwischen 500 und 2000 zu verkaufen. Und lacht mich jetzt nicht aus, Freunde, ihr habt das schon oft genug gesehen. Also die, die in meinen Weekend League Streams dabei waren, gerade während der Weekend League, könnt ihr diese Verträge hier so gut verkaufen. Für 500 bis 2500 verkaufe ich die meistens. Ihr seht das hier, viele bieten die für 1k an und ihr kennt das alle. Viele ungeduldige Spieler, gerade auch E-Sportler, die eh keine Ahnung vom Markt haben, die schauen hier durch und nehmen sich dann einen mit für 500. Die könnt ihr theoretisch auch für 150 erbieten, wenn ihr sie nicht im Verein habt. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel 500 davon und wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin Lotto-Glory-Spieler, Freunde, ihr seht das. Und selbst ich habe 500 von denen im Verein, also ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch, und hier seht ihr, wenn ihr Viereck drückt, seht ihr, wie viele Tauschbare ihr habt. Ich habe jetzt 397 Tauschbare und habt ungefähr 100 Untauschbare, wie ihr seht. Dasselbe könnt ihr natürlich bei den anderen Verträgen machen. Hier haben wir jetzt 31 Tauschbare, 11 Untauschbare. Ne? Das macht die Asia und clever, dass ihr erst die Tauschbaren immer auf eure Spieler geben könnt und dann erst die Untauschbaren einlösen könnt. Ne? Das ist natürlich klar. Hier sehen wir, wir haben sogar 200 Non-Wear-Verträge eigentlich. Ich glaube, ich werde das sogar mal machen während der Weekend League, die ganzen Verträge immer anbieten, auch die hier. Könnt ihr vorneweg für 400 reinstellen, die werden weggehen, Freunde. Wie gesagt, wir werden das auch machen. Ich werde das wahrscheinlich nicht mit einer 100er Liste machen, aber immer so 20 Plätze oder so für Verträge draufstellen. Und wie gesagt, der gehen pro Stunde. Wenn ihr das mit 100 macht, verkauft ihr mindestens 3 bis 5 Verträge. Und wie gesagt, ich habe schon Verträge für bis zu 2500 verkauft. Deswegen geht das auf jeden Fall klar, meiner Meinung nach. Macht euch eure Liste so voll, auch die hier. Bevor ihr die abstoßt, 13 Münzen kriegt, da sieht man jetzt gar nicht wegen der Facecam, 13 Münzen kriegt man, wenn man den abstoßen würde, dann stellt die alle, wo ihr habt, alle einfach drauf für 200, bietet jede Stunde an, ihr werdet die verkaufen, wie gesagt, auch Silberspieler werden gespielt, auch Silberteams werden gebaut, deswegen ist das Prinzip so. Wir gehen jetzt aber auf Footbin, Freunde, und da zeige ich euch, welche Karten ihr bei Positionskarten und bei Chemistry Styles einkaufen könnt. Freunde, wir sind jetzt hier angekommen, wie gesagt, ihr seht das hier, Verträge haben wir hier, Positionskarten, Chemistry Styles, Heilungssachen und Manager Sachen interessieren uns jetzt nicht. Wir fangen an mit den Verträgen. Ihr seht natürlich, die Verträge werden alle für 200 gehandelt, außer die Gold seltenen für 250. Die Non-Wares werden jetzt hier nicht aufgeführt. Das ist aber auch nicht schlimm, Freunde, sage ich euch, wie es ist, wie gesagt. Aber Verträge habe ich euch ja gerade erklärt. Muss ich jetzt nicht überhaupt nochmal drauf eingehen. Wir fangen an mit den Positionskarten, werden danach zu den Chemistry Styles rübergehen. Wie gesagt, Freunde, ihr seht das hier, die Preise sind hier aufgeführt. Man muss hier sagen, das hier vertauscht. LF ist LW in FIFA und CF ist hier MS. Also das habe ich jetzt nicht umgestellt bekommen. Ich weiß nicht, ob man das umstellen kann. Es ist jetzt hier auch auf Deutsch eigentlich eingestellt. Ich könnte das hier nochmal drücken, aber das bringt jetzt gar nichts. Wie gesagt, aber das müsst ihr euch merken. LW ist LF in FIFA. Und ja, dieses LF ist LS hier in FIFA. Ich denke mal, das versteht ihr. Wir fangen an, Freunde. Erste Chemistry Style, besser gesagt, die ersten vier können wir weglassen. Uninteressanter Chemistry Style.
Den hier würde ich halt verkaufen, wenn ihr ihn habt. Wie gesagt, zu LF, das ist LF. Wie gesagt, LM zu LS gibt es gar nicht. Deswegen, wie gesagt, das ist LM zu LF. Und den lasst ihr am besten weg, Freunde, weil der ist viel zu teuer. Würde ich euch nicht empfehlen, auch nicht einzukaufen. Außer ihr habt den mit dem Verein, dann verkauft ihr. Weil, wie gesagt, ihr seht das hier, das ist mit einer der teuersten Chemistry Styles. Wenn ihr schon ein paar mehr Münzen habt, wenn ihr seid mittlerweile bei 20.000, 30.000 Münzen seid, könnt ihr auch so ein RM zu RF ist das dann. Wie gesagt, auch hier ist das vertauscht. RM zu RF kriegt ihr für 600. Würde ich dann gucken, dass ich 300, 400 pro Karte mache. Stellt ihr das für 900 bis 1000 rein, ungefähr geht das weg. LF zu LM könnt ihr auch mitnehmen, wie gesagt, kostet 750, könnt ihr dann für 1112 reinstellen, selbes Prinzip. Die ganzen Chemistry Styles hier für 200 könnt ihr auch alle mitnehmen, würde ich euch aber empfehlen zu versuchen für 150 zu erbieten, könnt ihr jetzt dann so zwischen 400 und 600 verkaufen. Schaut auch, dass ihr am besten, das ist nochmal so ein kleiner Tipp von mir, dass ihr jede Karte fünfmal auf die Liste packt. Das sind meistens so insgesamt mit allen Karten so 20, 25 Karten, ihr könnt auch nur 3, 4 Karten holen. Oder wenn ihr natürlich jetzt merkt, wir sagen jetzt mal hier, was sagen wir als Beispiel, ja, der RM zu RF geht so gut bei euch, ihr holt ihn euch 10 Mal, weil ihr wisst, okay, den verkauft ihr eh jede Runde 1-2 Mal, dann packt ihr den immer auf eure Liste. Sollte klar sein, wenn ihr natürlich merkt, okay, die Karte hier geht überhaupt nicht weg, packt die weg und testet eine andere Karte. Das sollte relativ klar sein. ZM zu ZOM könnt ihr auch mitnehmen für 550, wie gesagt, könnt ihr auch so für 800-900 verkaufen. ZOM zu ZM würde ich nicht empfehlen, Freunde. Ihr seht, das kostet 4600, man kann es maximal für 5000 verkaufen. Das rentiert sich natürlich rein rechnerisch überhaupt nicht. Selbst wenn ihr für 4600 mitnehmt und für 5000 verkauft, habt ihr nur 150 Münzen, lohnt sich überhaupt nicht. ZDM zu ZM, sehr, sehr gute Karte, meiner Meinung nach. Könnt ihr auch oft für 200 erbieten. Könnt ihr für 700, 800, 900 verkaufen. Sehr, sehr gute Karte. Mit einer der Favoriten von meinen Karten, sage ich euch, was ist diese Karte. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Die hier könnt ihr auch ein paar Mal mitnehmen. Wie gesagt, ihr werdet das selber merken. Wenn ihr viele Münzen habt, könnt ihr natürlich von denen hier ein paar mehr mitnehmen. Wenn ihr weniger Münzen habt, befasst ihr euch eher mit diesen 200 bis 250er Karten, ich sag mal so wie es ist. Diese Karte würde ich hier auch weglassen, sonst könnt ihr eigentlich alle Karten nutzen, also ist eigentlich relativ einfach. Diese Karte lasst ihr weg, diese Karte lasst ihr weg, diese Karte lasst ihr weg und die obersten vier lasst ihr weg, die restlichen könnt ihr mitnehmen für eure UV-Liste. Relativ einfaches Prinzip, Freunde. Wie gesagt, da sind wir jetzt bei den Chemistry Styles angekommen. Wie gesagt, ihr habt das auch, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid Xbox-Spieler, ihr habt das direkt nochmal für die Xbox-Spieler auf der Nebenseite. Wie gesagt, ich bin jetzt PS4-Spieler und die meisten Spiele sind eh PS4 oder PS5-Spieler. PS4 und PS5 ist derselbe Markt, deswegen ist das völlig egal. Wir fangen hier an, welche Karten empfehle ich hier mitzunehmen. Ihr seht hier, die meisten gibt es für 200. Versucht euch die wirklich für 150 zu erbieten, die ich euch hier empfehle, Freunde. Ihr seht, Sniper, guter Chemistry Style, könnt ihr euch mitnehmen, genauso wie Finisher, auch sehr, sehr guter Chemistry Style, die könnt ihr beide auf jeden Fall mitnehmen. Deadeye geht so, wird nicht mehr so oft benutzt, weil 10er werden dies Jahr nicht mehr so oft gespielt. Die meisten spielen 4-4-2, da spielst du meistens ohne 10er, deswegen würde ich diese Karte eher nicht so empfehlen. Marksman, sehr, sehr interessanter Chemistry Style für 450, wie gesagt, auch diese würde ich immer so empfehlen, dass ihr mindestens 200 pro Karte Gewinn macht, also heißt, wenn ihr die natürlich 150 erbietet, was macht ihr? Ihr packt mindestens 200 Coins, ich würde sogar eher 300 Coins draufschlagen, dass ihr die für 450 bis 700 Münzen anbietet, diese Karten. Wie gesagt, das macht ihr insgesamt alles mit einer 100er Liste, Freunde. Das ist das Allerwichtigste, dass eure Liste auf 100 Plätze voll ist, dass ihr so viele Karten wie möglich verkauft, dass ihr so viele Münzen wie möglich macht. Dann bin ich mir sicher, kann jeder von euch am Tag mit dieser Liste safe 100k machen, sage ich euch, es ist, Freunde. Hawk könnt ihr auch mitnehmen, sehr, sehr interessanter Chemistry Style. Artist uninteressant, Architekt völlig uninteressant, Powerhouse uninteressant, Maestro, es geht, ich würde den auch nicht empfehlen. Ancien, ein sehr, sehr guter Chemistry Style, könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Müsst ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach auf eure Liste packen, genauso wie den Sentinel. Sentinel auch ein sehr, sehr guter Chemistry Style, solltet ihr euch auch mitnehmen für 150. Sonst der hier, Guardian, uninteressant. Gladiator, Backbone, genauso uninteressant.
Die nächsten zwei Camps Freestyles, die noch interessant sind, ist hier der Anchor. Wie gesagt, 150 für den Anchor. Ihr wisst das, wie gesagt, die könnt ihr vorneweg für 500-600 verkaufen. Die genauso den Catalyst könnt ihr mitnehmen und natürlich auch Hunter könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr Hunter, ihr seht, Hunter kostet nicht mal 1k aktuell. Das könnt ihr, das habe ich auch öfters, wenn ich das gezogen habe, habe ich das öfters für 1,4, 1,5 verkauft, weil ihr sagt, ihr seht, das kostet 900. Kein Mensch denkt, dass das 900 kostet. Wie gesagt, wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr das Video jetzt hier seht, Freunde, ich glaube nicht, dass ihr gedacht habt, dass der Hunter hier 900 kostet. Wie gesagt, könnt ihr auch 400, 500 Münzen draufschlagen. Solltet ihr natürlich auch ein paar Münzen mehr haben. Wie gesagt, Freunde, nehmt eher ein paar etwas günstigere Karten, wenn ihr weniger Münzen habt, dass eure Liste voll ist. Wie wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen jetzt hier 5 Hunters mit, ein Shadow und 2 teure Positionskarten, haben nicht mal 10 Karten drauf. Dann nehmt lieber von den anderen Karten, die ich euch empfohlen habe, Freunde, sehr, sehr viele mit, dass ihr 100 habt. Aber 100 wäre wirklich optimal. Wenn ihr am Anfang nicht 100 habt, ist es auch nicht schlimm. Wenn ihr natürlich eine Karte verkauft, könnt ihr direkt 2 wieder nachkaufen, bis ihr eine 100er Liste habt, Freunde. Und so würde ich euch das empfehlen zu machen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Video, Freunde. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt das in die Kommentare. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, Freunde. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.